Es sind nur irgendwelche merkwürdigen, meist grün angehauchten Menschen hier, die sagen, nein, das darf man nicht sagen. Also das ist wirklich eine völlig absurde Verdrehung der Wirklichkeit. Das Vertrauen in diese Regierung, das schwindet von Tag zu Tag mehr. Und hallo meine Lieben, wir haben heute wieder spannende Themen mit Ernst Wolf. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und wir sprechen heute wieder über aktuelle Themen. Und im Nachhinein möchte ich aber auch noch ein paar Themen ansprechen, die man hier so auf dieser Plattform nicht sagen kann, die es dann auf mein Opinion, meiner eigenen Plattform, dann dementsprechend in unzensierter Fassung gibt. Wir beginnen mit der AfD, denn diese haben jetzt momentan Rekordumfragewerte und klettern von einer zur anderen Partei vorbei. Ja? Und ja, dann kommen schon die ersten Diskussionen, ja, sollte man das vielleicht verbieten und auch der Verfassungsschutz muss doch da irgendwie einschreiten. Ja, wie schätzen Sie grundsätzlich diese gesamte Situation ein? Also wundern tut es mich das eigentlich nicht, deswegen, weil die Ampelkoalition ja jetzt mit dem größten Problem überhaupt kämpft, was eine Regierung haben kann. Und zwar ist das die Inflation. Also der normale Mensch, also derjenige, der sich überhaupt nicht für Politik interessiert, der wird jeden Tag über die Nahrungsmittel damit konfrontiert, dass wir es zurzeit immer noch mit einer ziemlich heftigen Inflation zu tun haben. Und das entfremdet die Leute natürlich. Dazu kommen natürlich diese ganzen Talkshow-Interviews, wo also gerade die Leute wie Herr Habeck oder so sich immer von ihrer inkompetentesten Seite zeigen. Also ich meine, das Vertrauen in diese Regierung, das schwindet von Tag zu Tag mehr. Und die einzige wirkliche Oppositionspartei in der letzten Zeit, muss man ja sagen, ist ja die AfD gewesen. Also die AfD hat in der Gesundheitskrise wirklich als einzige Partei den ganzen Schwindel da beim Namen genannt. Und die AfD ist auch nicht dabei, wenn es um die Klimakrise geht und um die ganzen Lügen innerhalb der Klimakrise. Interessant ist natürlich, dass die Leute, die sich da als lupenreine Demokraten immer gebärden, dass die jetzt nach einem Verbot der AfD rufen. Weil also das ist so der letzte Hilfeschrei von Leuten, denen also die Wähler weglaufen. Aber ich glaube, die Leute sollten sich auch nicht zu viel Hoffnung in Bezug auf die AfD machen, weil wir haben ja gerade in den letzten Tagen gehört, dass Frau Weidel gesagt hat, ja, wir werden dann auch einen Kanzlerkandidaten aufstellen. Also die AfD hat als Ziel offensichtlich auch nur an die Regierung zu kommen und in diesem System, mit diesem System so weiterzuarbeiten. Und deswegen ist die AfD auch nicht die Lösung der Probleme, sondern im Grunde auch ein Teil des Problems. Man braucht ja immer wieder auch einen Hoffnungsträger, ein Symbol. Und wenn einem dann jemand gerade aus dem Herzen spricht, dann ist das eben ja wie perfekt hingestellt. Ganz genau. Ich möchte noch rübergehen zum Russland-Ukraine-Krieg, denn das ist auch ein sehr, sehr akutes Thema, was uns tagtäglich ereilt. Und hier gab es eine erschreckende Bemerkung. Der NATO-Generalsekretär Stoltenberg erklärt, ich zitiere, Frieden kann nicht bedeuten, den Konflikt einzufrieren und einen Deal zu akzeptieren, der von Russland diktiert wird. Also er sieht den Frieden eher durch militärische Erfolge, wo die NATO dann dementsprechend mithelfen muss. Daraufhin sagt der russische Außenminister Lavrov, wenn die NATO durch den Mund von Stoltenberg erklärt, dass sie gegen ein Einfrieren des Konflikts ist, bedeutet das, dass sie kämpfen wollen und wir sind bereit. Also ich persönlich finde das schon sehr heftig. Wie weit soll sich das aufbauschen? Ja, das ist absolute Kriegsrhetorik und zwar von beiden Seiten. Und was Herrn Stoltenberg angeht, da kann man nur sagen, also der Weg ist das Ziel. Und wenn der Weg militärischer Natur ist, dann wird das Ziel auch militärischer Natur sein. Also da gewinnt dann der Stärkere und das Wettrüsten wird dann ewig weitergehen. Also so wird das Ganze jedenfalls niemals beendet werden, sondern auf Dauer weitergehen. Und wir sehen ja auch, dass im Moment auch wieder eskaliert wird. Also wir haben ja gerade diese NATO-Übung Air Defender 23, die läuft jetzt noch bis diesen Freitag. Und da sind ja jetzt auch ein paar Einsätze gewesen, die eigentlich so nicht geplant waren und auch nicht vorher so angekündigt waren. Also da hat es dann Flüge nach Litauen gegeben, Flüge nach Polen, die waren gar nicht in der Planung mit drin. Und das sind natürlich also reine Provokationen, auf die Gegenseite dann wieder mit solchen knallharten Sprüchen wie Herr Lavrov reagiert. Also da wird von beiden Seiten weiter eskaliert und ich sehe da überhaupt kein Ende im Moment. Ja, das wäre auch meine nächste Frage. Ist denn Frieden überhaupt ansatzweise geplant oder profitiert man da einfach zu stark darin? Beziehungsweise wäre das denn so überhaupt möglich? Na, ich glaube nicht. Also im Moment muss man sehen, wer steckt denn da überhaupt dahinter. Ich meine, das ist der digital-finanzielle Komplex, der im Moment damit sehr viel Geld macht. Also die Rüstungsindustrie weltweit legt immer weiter zu. Und ich glaube, so eine Goldgrube, die lassen sie sich nicht entgehen. Und ich meine, außerdem
stehen wir vor der Einführung eines neuen Geldsystems. Da müssen die Leute unter Druck gesetzt werden, damit sie das akzeptieren. Und da ist so ein Krieg natürlich auch sehr hilfreich. Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie an einer Deeskalation interessiert ist. Und ich sehe auch nur, dass an allen Ecken und Enden weiter eskaliert wird. Also ich sehe da wirklich sehr, sehr eine sehr düstere Zukunft für uns alle. Wenn wir auch beim Thema Krieg bleiben, der US-amerikanische Außenminister erklärte in Beijing, dass sie die Unabhängigkeit Taiwans auch nicht mehr unterstützen wollen. Und das ist etwas absurd, weil eben der amerikanische Präsident Biden genau das Gegenteil ihnen eigentlich zugesichert hat. Also was ist hier los? Ja, das, was Anthony Blinken da gesagt hat, ist eigentlich die absolute Sensation der Woche. Weil das widerspricht allem, was die Amerikaner in den letzten Jahren und Jahrzehnten gegenüber China an Politik gefahren haben. Aber es gibt da für mich zwei Möglichkeiten. Entweder er versucht, die Chinesen da in eine Falle zu locken, so wie man damals Saddam Hussein in die Falle gelockt hat. Saddam Hussein hat man damals in dem Glauben gewogen, dass wenn er nach Kuwait einmarschiert, die Amerikaner einfach zugucken werden. Und das klingt bei mir für mich jetzt ganz ähnlich. Also, dass sie sagen, also die Unabhängigkeit von Taiwan ist für uns nicht mehr oberste Priorität. Das klingt wie eine Einladung an die Chinesen. Ihr könnt Taiwan jetzt gerne einnehmen. Ich weiß nicht, ob die Chinesen darauf eingehen. Eine andere Möglichkeit ist einfach, dass man versucht, einen Keil zwischen Russland und China zu treiben. Und noch eine Sache, die man im Hintergrund nicht vergessen darf. In Taiwan werden im Januar 2024, also in ungefähr 7 Monaten, Wahlen stattfinden. Und in Taiwan ist es im Moment so, dass einige pro-chinesische Kräfte immer weiter zunehmen. Und es wird natürlich schwierig, wenn jetzt diese Wahl durch die pro-chinesischen Kräfte gewonnen wird und die Mehrheit des taiwanesischen Volkes dann für einen Zusammenschluss mit Festland China ist, vor allem deswegen im Hintergrund wahrscheinlich, weil sie vor einem Krieg Angst haben, dann wird es natürlich schwer, der Weltöffentlichkeit so einen militärischen Konflikt da zu verkaufen. Aber ich glaube nicht, dass man denken soll, dass das Gerede von Herrn Blinken darauf deuten lässt, dass da irgendwie der Konflikt entschärft ist. Also weiterhin ein Brandherd, der jederzeit explodieren könnte. Wenn wir wieder rüber switchen nach Deutschland, und zwar, da gehen wir zu Intel, einem US-amerikanischen Halbleiterhersteller, und der bekommt nämlich von der Bundesregierung für die Ansiedlung einer Chipsfabrik in Magdeburg nicht nur an die 10 Milliarden Euro Steuergeld, sondern auch günstige Stromkosten zugesichert. Und das sorgt jetzt natürlich für sehr viel Kritik. Die Frage ist, ist das gerechtfertigt? Ja, das Ganze ist wirklich vollkommen absurd, weil zuerst war die Rede von 6,9 Milliarden, die man Intel da geben sollte. Also man muss erstmal wissen, Intel ist einer der ganz großen Halbleiterproduzenten auf der Welt, ein amerikanisches Unternehmen, was im letzten Jahr einen Umsatz von 63 Milliarden Dollar gemacht hat und einen Gewinn von 8 Milliarden Dollar. Also das ist einer der ganz großen Spieler und die stehen wirtschaftlich unglaublich gut da. Und Magdeburg hat das Ganze so gerechtfertigt, dass man ja Arbeitsplätze dahin holt. Wenn man jetzt aber diese 10 Milliarden, oder es sind genau eigentlich nur 9,9 Milliarden, mal hochrechnet auf die projektierten 3.000 Arbeitsplätze, dann kostet jeder Arbeitsplatz allen Ernstes 3 Millionen Euro. Das ist wirklich ein sehr teuer eingekauftes Geschäft. Aber interessant ist aber wieder der Hintergrund. Also der Hintergrund ist folgender, dass Herr Lindner ja schon bei 6,9 Milliarden damals gesagt hat, nein, unsere Finanzen sind eng genug, das dürfen wir nicht vergeben. Und dass jetzt aber sogar von noch mehr geredet wird oder ein Abschluss getätigt wurde. Dahinter stehen zwei Leute. Das eine ist Olaf Scholz, das andere ist Robert Habeck. Olaf Scholz wird beraten von Herrn Kukies. Herr Kukies kommt aus den Reihen von Goldman Sachs. Hauptaktionär von Goldman Sachs ist niemand anders als BlackRock und Vanguard. Herr Habeck hat eine Wirtschaftsberaterin, die von BlackRock kommt. Intel selber hat als größte Anteilseigner im Aktienbereich, also als größte Shareholder, erstens Vanguard, zweitens BlackRock und drittens State Street. Wobei man wissen muss, Vanguard ist auch noch der Hauptaktionär von BlackRock und BlackRock und Vanguard sind die Hauptaktionäre von State Street. Also da spielen sich die gleichen Leute einfach das Geld in die Hand und tun das auch grenzüberschreitend. Also Herr Habeck entpuppt sich da mal wieder als nichts anderes als der verlängerte Arm von BlackRock. Also er hat nichts aus seiner Vetternwirtschaft gelernt und bleibt bei den Verstrickungen. Ganz genau.
Ja, und wo es Intel gerade gut geht, geht es wiederum der deutschen Industrie nicht sehr gut. Und am Tag der Industrie hat ja auch ein Scholz sehr viel Kritik von deutschen Unternehmen dann dementsprechend einstecken müssen. Denn sie sind der Meinung, die deutsche Politik ja lahmt den deutschen Standort. Ja, die Frage ist nur, was ist die Absicht dahinter? Sollte denn vielleicht nicht nur die Gesellschaft ausgetauscht werden, sondern möglicherweise auch die Industrie? Na, ich denke, also es ist, man kann nicht so sagen, dass es der deutschen Wirtschaft insgesamt nicht so gut geht. Also es gibt einige Konzerne, denen geht es sogar sehr gut, gerade im großen Bereich. Und man muss auch wissen, dass viele deutsche Konzerne ja mit ausländischen Investoren arbeiten. Also die 40 DAX-Konzerne zum Beispiel haben alle BlackRock und Vanguard mit an Bord als Aktionäre. Und es ist dieses riesige Kartell aus BlackRock, Vanguard und den großen IT-Konzernen, was die Welt im Moment beherrscht und was die Politik beherrscht. Also diese ganze Situation, dass es wirtschaftliche Schwierigkeiten gibt, die gibt es ja nicht nur in Deutschland. Die gibt es in England, die gibt es in Frankreich, in Italien. Überall auf der Welt sehen wir das gleiche Bild. Und überall auf der Welt sehen wir, der Mittelstand ist das große Opfer dieser ganzen Politik. Weil die großen Konzerne, die können eine schwierige Phase ganz gut überstehen. Die haben genügend Rücklagen, die sitzen auf weichen Polstern. Aber der Mittelstand, der wird praktisch zum Abschluss freigegeben. Und das sehen wir ja im Moment. Also wir haben in diesem Jahr, im letzten Jahr, eine Zunahme gegenüber dem vorletzten Jahr von wieder über 18% an Insolvenzen im Mittelstand gehabt. Also die Agenda heißt im Moment einfach Konzentration. Die ganze Sache wird von den großen Unternehmen beherrscht und der Mittelstand, der leidet wirklich richtig. Ja, selbst China, muss man sagen, kauft sich jetzt hier fleißig ein, denn China sichert sich weltweit die Kontrolle über den Batterierohstoff Lithium. Und wenn man das hochrechnet, dann haben diese bis 2025, sagt man so, ein Drittel der weltweiten Lithiumversorgung unter ihrer Kontrolle. So. Man muss da auch aufpassen, dass man sich so in nationalen Grenzen denkt, weil wir haben den digital-finanziellen Komplex. Und der arbeitet grenzüberschreitend. Und das Interessante ist ja, dass dieser digital-finanzielle Komplex mit der KP China offensichtlich ein Bündnis eingegangen ist. Also die arbeiten ja Hand in Hand. Auch wenn man nach außen die Leute glauben lässt, also dass es zwischen Amerika und China auf politischer Ebene große Spannungen gibt, die gibt es tatsächlich auch. Aber die übergeordnete Kraft, das ist dieser digital-finanzielle Komplex. Und der sorgt dafür, dass die großen Konzerne immer reicher werden, dass einige wenige in der Welt also unglaublich an Macht auch eine Machtzunahme genießen im Moment. Und da spielt die KP Chinas den großen Digitalkonzern und den großen Finanzkonzernen direkt in die Hände. Also für mich ist es so, wir haben den digital-finanziellen Komplex, der sitzt eigentlich im Silicon Valley, an der Wall Street und inzwischen mit einem dritten Fuß in Beijing. Also kann man aber trotzdem sagen, dass das Vorbild in Richtung China geht, anstatt dass man sich beispielsweise nach Deutschland richtet. Na, das große Vorbild ist sowieso China, weil China ist der absolute Überwachungsstaat. Und das ist das, was uns allen droht, weil uns allen droht die Einführung von digitalem Zentralbankgeld. Und China ist da am weitesten fortgeschritten. Und man kann dieses Geld auf Dauer, also über eine längere Zeit, nur aufrechterhalten, wenn man die Leute digital voll und ganz beherrscht. Also über IDs, über 15-Minuten-Städte, über Gesichtserkennung und so weiter. Da ist China natürlich ganz vorne. Und das ist natürlich der Traum all dieser Konzerne, das bei uns auch einzuführen. Ich finde, wir erleben gerade auch eine Annäherung an das digitale Geld. Denn es gibt jetzt die Kultur-App. Und ist für junge Erwachsene. Sie bekommen 200 Euro digital, nur für einen bestimmten Zweck, so Theater, Bücher und so weiter, auch an ein Verfallsdatum gebunden. Und man braucht natürlich nur eine kleine App und einen elektronischen Ausweis. Ich finde, das ist sehr, sehr verdächtig. Ja, ich finde auch interessant, wer das Ganze wieder inszeniert hat. Das sind mal wieder die Grünen. Also das ist Frau Claudia Roth, die Staatsministerin für Kultur und Medien. Das Ganze ist übrigens hier in Berlin schon ausprobiert worden. Hier gab es eine Jugendkulturkarte in den letzten Monaten, also Anfang dieses Jahres. Da ging es allerdings nur um 50 Euro. Aber offensichtlich war die so erfolgreich und man hat so viel Daten sammeln können und so viele Jugendliche noch tiefer in diesen digitalen Sumpf hineinziehen können, dass man das jetzt eben ausgeweitet hat. Also dass alle, die jetzt in diesem Jahr 18 werden, diese Karte dafür 200 Euro bekommen. Aber ganz wichtig ist das, was Sie gerade erwähnt haben, das ist nämlich, dass das Ganze ein Ablaufdatum hat. Also da werden die Leute auch schon an bestimmte Dinge gewöhnt, die sie dann im Zuge des digitalen Zentralbankgeldes werden hinnehmen müssen. Weil digitales Zentralbankgeld wird wahrscheinlich auch ein Ablaufdatum haben.
Das erinnert auch an China, wo sie auch diese Lotterie gemacht haben und jedem ein bisschen Geld, damit die das eben auch testen. Also wie so die ersten Tests, die schon mal ablaufen. Ganz genau, in Shenzhen ist das gemacht worden. Da haben die Leute also auf ihre digitale Wallet da Geld gespielt bekommen und das war genau 6 Tage gültig. Und nach 6 Tagen ist das von der Wallet wieder verschwunden. Ja, also das sind mysteriöse Zusammenhänge. Die Frage ist natürlich, wann das alles dann kommen wird, aber man hat das Gefühl, dass zumindest die Leute auch sensibilisiert werden, immer, immer stärker. Also ja, dass das gar nicht mal in so ferner Zukunft ist, das Ganze. Ich denke, die Lawine, die rollt. Also man sieht ja, also der digitale Euro ist ja jetzt in dieser Woche angekündigt worden. Wir wissen, im nächsten Monat, im Juli, startet die Federal Reserve, also die US-Zentralbank, das FedNow-Programm. Also da geht es mit Riesenschritten voran im Moment. Und wer wissen will, was uns allen droht, der sollte wirklich sich darüber informieren, was in Nigeria passiert oder was da auch in den letzten Monaten passiert ist. Also da hat man ja dieses digitale Zentralbank eingeführt. Da sind die Leute haben nicht mitgezogen. Und dann hat man das Bargeld immer weiter eingeschränkt. An den Automaten war kein Geld mehr zu haben. Das Abheben von Geld hat plötzlich horrende Gebühren gekostet. Dann ist jetzt ein Gesetz erlassen worden zum März, glaube ich, Anfang März oder Anfang April, dass staatliche Gelder nur noch in digitaler Form ausgezahlt werden. Also da sieht man die ganze Bandbreite dieses Schreckensszenarios. Und die Leute sind natürlich auch dagegen vorgegangen. Also es hat da Straßenbarrikaden gegeben, es hat Proteste, es hat Plünderungen gegeben. Daraufhin sind Polizei und Militär eingesetzt worden. Also da sieht man, in welche Richtung die Reise geht, wenn die Leute dieses Geld nicht freiwillig akzeptieren. Und ich glaube, die Leute sind heute noch nicht informiert darüber. Also es gab gerade jetzt eine Untersuchung in den USA, dass die weitaus größte Mehrheit der Menschen bereit ist, das Geld zu akzeptieren, weil sie es nicht versteht. Aber wenn das dann wirklich ganz nah auf die Einführung reingeht, ich glaube, dann werden die Leute zweite und dritte Gedanken haben. Weil dann werden sie plötzlich merken, also wie man sie über dieses Geld beherrschen kann. Und ich hoffe und glaube auch tatsächlich, dass viele Leute dann davon Abstand nehmen werden, sich diese Wallet aufs Handy spielen zu lassen oder diese Wallet dann zu benutzen. Also ich bin sehr gespannt, was in der nächsten Zeit passiert. Auch unsere Hoffnung stirbt zuletzt, dass genau, die Menschen sich dann spätestens dann auch wehren können. Und natürlich, der Internationale Währungsfonds hat ja auch schon sehr lange her Empfehlungen abgegeben, wie die Mitgliedstaaten denn ihr Bargeld da abschaffen könnten. Also das ist schon ein langwieriges Projekt, das da läuft. Ja, der IWF hat ja vorgeschlagen, eine Steuer aufs Bargeld zu erheben, sodass jede Bargeldzahlung dann teurer wird als die digitale Zahlung. Auf diese Art und Weise wird man das Bargeld natürlich dann sehr schnell aus dem Verkehr ziehen können. Und ich fürchte wirklich, dass wir das, also die Einführung von diesem digitalen Zentralbankgeld, nicht mehr verhindern werden können. Aber ich setze immer auf die Zeit danach, weil wenn das einmal eingeführt ist, dann wird es sich zeigen, dass das Geld auf Dauer nicht funktionieren kann. Und zwar auf relativ kurze Sicht. Also das neue Geld wird dazu führen, dass man den Leuten immer mehr von diesem neuen Geld einspielen wird. Also gerade zum Beispiel, man muss den Sozialetat nehmen. Man muss die ganzen Hartz-IV-Empfänger nehmen. Denen wird das Geld dann über das digitale Zentralbankgeld wahrscheinlich ausgezahlt. Aber dieses Geld ist dann an ein Ablaufdatum gebunden. Also man muss es innerhalb von 30 Tagen ausgeben. Das heißt, dass das ganz schnell in die Wirtschaft reingespült wird. Die Wirtschaft wird mit Preiserhöhungen reagieren. Dann werden die damit reagieren müssen, dass sie dieses digitale Zentralbank, dieses universelle Grundeinkommen jedenfalls erhöhen. Und das wird in eine Spirale führen, die kein Ende hat. Und wenn diese Inflation einmal richtig in Gang kommt, dann werden sie irgendwann sagen, also zu dem alten Mittel greifen, zu dem sie immer gegriffen haben. Und das sind Preiskontrollen. Und sobald man Preiskontrollen einführt, wird die Produktion eingeschränkt und dann gehen die Preise noch mehr in die Höhe. Und dann haben wir es mit einer Hyperinflation zu tun. Also das digitale Zentralbankgeld ist nicht das Ende einer Epoche, sondern der Anfang einer neuen Epoche, die mit riesigen Turbulenzen einhergehen wird. Wenn wir schon bei der Inflationsrate sind, im Mai war die Inflationsrate in Deutschland, lag sie bei 6,1%, wo ein Habeck sich auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, hey, wir haben doch jetzt alles im Griff und was habt ihr denn? Ja, aber wir haben definitiv nicht alles im Griff. Ja, im Griff sowieso nicht, aber diese 6,1% sind ja sowieso lächerlich. Man muss sich nur diesen Währungskorb da mal ansehen. Viel interessanter, und das ist für mich das einzig wirklich Maßgebende im Moment, ist die Inflation im Bereich der Nahrungsmittel. Und die wird öffentlich für den gleichen Monat mit über 15 oder 14% angegeben. Also ist extrem viel höher.
Und das ist natürlich der Bereich, die normalen Menschen, die sich eben für Politik und den ganzen Kram, der da dran hängt, nicht interessiert. Das ist das, wo sie mit der Nase drauf stoßen, dass ihr Leben immer schwieriger wird. Und das ist auch genau das, was die Ampelkoalition im Moment in solche großen Schwierigkeiten bringt. Aber diese offiziellen Zahlen, also ich empfehle jedem da mal einmal ins Internet zu gehen und sich mal diesen Währungskorb oder diesen Inflationskorb mal anzusehen. Das ist wirklich absurd, weil also da spielen die Nahrungsmittel nur eine ganz kleine Rolle. Das ist ja, Statistiken und Studien kann man so lenken, wie man es gerade haben möchte. Möchtest du, dass die Menschen in Panik sind, dann mach sie höher. Möchtest du es nicht, machst du sie wieder niedriger. Sehen wir ja auch an dem ganzen Klima. Ganz genau. Die große Frage ist natürlich, die alle Zuschauer haben, ist, wie können wir dem entgegensteuern? Ja, einfach durch Aufklärung. Man muss die Leute darüber aufklären, was ihnen droht, wenn dieses digitale Zentralbankgeld eingeführt wird. Und ich halte das für das wirklich absolut wichtigste Projekt unserer Zeit. Also die Leute müssen das unbedingt wissen, dass hier die Digitalindustrie und die Finanzindustrie gemeinsam weltweit wirklich zuschlagen. Weil das Ganze wird, wie Sie gesagt haben, vom IWF koordiniert. Der baut gerade eine Plattform, damit man diese ganzen nationalen digitalen Zentralbankwährungen auch miteinander koordinieren kann. Und wenn diese Plattform dann gebaut ist, dann gibt es natürlich sowas wie ein Weltgeld. Und dieses Weltgeld wird das Bargeld dann voll und vollständig ablösen. Also es gibt dann keinen Menschen auf der Welt mehr, der irgendwie bezahlen kann und dabei davon ausgehen kann, dass er irgendwie anonym bleibt, dass seine Persönlichkeitsrechte da gewahrt werden oder dass er diesem ganzen Wahnsinn da entgehen kann. Ich vermute, dass es dann dazu kommen wird, dass das Geld der letzten 3000 Jahre sich wieder durchsetzen wird. Also ich glaube, es wird dann einmal einen großen Tauschhandel geben. Es wird natürlich Schwarzmärkte geben. Aber ich glaube auch, dass dann Gold und Silber wieder ins Spiel kommen werden, insbesondere Silber. Weil Silber im Alltag dann wahrscheinlich, in meinen Augen, sehr wahrscheinlich wieder gehandelt werden wird. Was wir dagegen tun können, wir können nicht viel dagegen tun. Also Aufstände nützen nichts. Also ich denke, das Einzige, was wir machen können, ist immer weiter aufklären und den Leuten erklären, was dieses digitale Zentralbankgeld bedeutet. Und dass die Kampagne, die jetzt im Moment entfacht wird, dass die voller Lügen ist. Also da wird den Leuten ja gesagt, das ist sicher, weil die Zentralbank kann nicht kaputt gehen. Die Zentralbank kann ewig existieren. Ja, aber die Zentralbank kann nicht verhindern, dass dieses Geld ständig entwertet wird. Und das ist das, was für die Leute interessant ist. Nicht die Sicherheit der Zentralbank, sondern die Sicherheit der eigenen Kaufkraft. Vor allem sind es immer noch die gleichen, die das ganze Geldsystem da verwalten und schalten. Von daher, wie kann man dann jetzt darauf vertrauen, dass alles besser wird? Aber ich stimme Ihnen zu, vorbereiten und aufklären, das ist eigentlich das, was jetzt gerade total geboten ist. Unbedingt. Vielen Dank und wir gehen über zur Migrationskrise und Klima. Ja, also vielen Dank und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Danke.